Hallo ihr Lieben, lange nichts mehr von mir gehört, aber ich habe leider auch meinen Alltagsstress zu bewältigen, wie jeder wahrscheinlich auch. Und von daher melde ich mich jetzt erstmal wieder zurück. Ich habe nämlich was Tolles im Internet entdeckt und ich dachte mal, ich versuche es einfach mal, probiere es einfach mal aus. Ja, was ist denn das? Haarkreide soll das sein. Ja. Bei Amazon habe ich das gekauft. Ich glaube, so zwischen 3 und 4 Euro ist jetzt nicht so teuer gewesen. Keine Ahnung, ob das von der Qualität auch so gut ist. Ich hatte das mal bei meiner Schwester ausprobiert, aber wir haben das da leider nicht so gut hinbekommen. Jetzt mache ich das nochmal in aller Ruhe. Mal schauen, ob es jetzt besser wird. So, dann fangen wir mal an. Also wichtig ist bei dieser Haarkreide, so mache ich das. Ich nehme mir einfach irgendeine Farbe raus, in meinem Fall erstmal jetzt grün, hoch, und habe einfach ein Glas, dass ich mir das feucht mache. Ich mache das einfach so, dass ich jetzt erstmal meinen Pony mache und mir den jetzt abteile, oder ich habe ihn ja schon abgeteilt, und den halt mit dieser Haarkreide einpinsel. Das Licht ist jetzt auch nicht so optimal, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier mache, damit ich auch noch was sehe. Wäre ja vielleicht vorteilhaft. Ja. Aber man sieht, glaube ich, schon was, hoffentlich in der Kamera, dass dies funktioniert. Ohne vielleicht sein Gesicht mit einzupinseln, wäre auch nicht so gut. Also wichtig ist eigentlich, oder eigentlich auch nicht, je nachdem, ihr könnt Handschuhe anziehen oder auch nicht. Das Zeug geht jedenfalls wieder von den Händen ab. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr hier irgendwie, ja, danach irgendwie bunte Hände habt und ihr das nicht mehr abbekommt. So, das Ganze mache ich jetzt einfach mal, bis ich fertig bin. Und dann schauen wir mal weiter. So, grün hätten wir schon mal. Dann hatte ich ja auch, das sieht ja auch total toll aus hier. Ja, ich habe gerade keine Haarspange. Also einfach nur die Haarkreide in, ich lasse es glaube ich jetzt einfach so von meinem Gesicht hängen. Irgendwie nervt es. Ja, einfach die Haarkreide nehmen, in das Wasser tunken und dann einpinseln. Vorne, hinten, überall. Ihr könnt natürlich auch euch die Haare davor waschen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe das jetzt immer so gemacht. Ob das jetzt besser geht? Also definitiv ist es intensiver, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel auch keine Haare in den Augen habt. Das ist natürlich auch sehr gut. wenn ihr das halt einfach anfeuchtet, die Kreide. Weil die halt dann intensiver wird. Und ihr seht das ja, glaube ich, auch. Ich meine, ihr könnt euch ja die Farben abstimmen. Ich möchte es jetzt einfach nur mal demonstrieren, dass das funktioniert. Und dass es eigentlich ganz cool ist. Oder vielleicht noch eine bessere Variante, ihr macht das in das Wasser rein und fasst hier oben an und zieht das so runter. Jetzt nicht erschrecken, dass das jetzt auf einmal so klumpig aussieht. Das bleibt definitiv nicht so. Das halt, weil es sehr feucht ist, und dann sieht das halt so aus, wie es aussieht. Aber ich finde es halt eine coole Variante. Denn ich möchte auf Dauer zum Beispiel jetzt keine bunten Haare haben. Und wenn ich jetzt einfach mal Lust drauf habe, kann ich mir das ganz schnell und einfach ja, zaubern. Oder wenn man halt irgendwie Halloween oder keine Ahnung,
Fasching oder so. Oder man kann es ja auch so abstimmen, dass es jetzt nicht aussieht wie, ich würde jetzt sagen, ich wollte jetzt gerade sagen Punk. Also was heißt Punk, aber das ist halt einfach irgendwie vielleicht nur rosa und violett oder so. Okay, weiter geht's. Ihr seht aber an meinen Händen, ihr solltet vielleicht doch Handschuhe anziehen. Aber braucht ihr eigentlich nicht, weil es halt einfach nicht dauerhaft färbt, ne? Das ist jetzt was anderes, als wenn ihr euch jetzt mit einer Färbung die Haare färben würdet. Und das ohne Handschuhe würde man natürlich niemals machen. Aber ich werde mir jetzt erstmal die Hände waschen, damit nicht das Ganze, diese Strähne da irgendwie anders färbt. So, da bin ich wieder. Was hatten wir denn jetzt? Ach, violett. Genau, lila. Okay, das sieht man wahrscheinlich bei blonden Haaren sowieso besser. Ich habe ja nun so ein rot-braun drin. Das ist dann trotzdem, also ich finde trotz dessen sieht man diese Farben sehr gut. Trotz den dunklen Haaren. Und das ist ja bei dunklen Haaren immer so eine Sache, wenn man dann vielleicht irgendeine farbige Strähne haben will, sieht die nicht so toll aus wie bei blonden. Mit dem Zeug, glaube ich, aber wird das ganz gut. Also bei meiner Schwester habe ich schon ausprobiert. Es hat funktioniert. Wir haben aber festgestellt, die Haare sind jetzt wie gesagt angefeuchtet, wir dürfen halt einfach nicht gleich auskämmen, also durchkämmen. Dafür ist diese Haarkreide nicht gemacht, dass man das gleich durchkämmt, und dann hat man nämlich das im Endeffekt fast, also jetzt nicht fast ausgekämmt, aber es ist halt sehr, sehr leicht auszukämmen. Das ist vielleicht auch der Vorteil von dieser Haarkreide. Das heißt, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, wäscht man sich einfach die Haare oder kämmt die aus. Aber jetzt nicht mein Sinn, dass ich das gleich wieder loswerden möchte. Also ich mache das so, feuchte es an, halte es fest, ziehe das halt vorne und hinten, dass ich halt überall die gleiche, also dass ich überall die Farbe habe. Vielleicht nochmal so kräuseln, kann ja nicht verkehrt sein. Und jetzt probiere ich einfach mal alle Farben durch. Was hatten wir noch nicht? Rosa oder Pink ist es ja eher. Ich habe ja noch zwei Strähnchen übrig hier. Ach Gott, also nehmt am besten eine Haarspange dazu. Ich habe jetzt aber irgendwie keine gefunden auf die Schnelle. Von daher mache ich das jetzt ohne Haarspange. Aber nicht wirklich gut, weil die anderen Haare natürlich immer ins Gesicht fallen. Und das ja, sehr toll ist. Nämlich man sieht nichts. Aber okay, ihr wisst es ja besser, wie ihr das machen könnt, und dann funktioniert es ja dann auch besser. So, den letzten Rest. Ja, also intensiv ist es. Also ich glaube, das sieht man. Ich finde es nicht mal so schlecht. So. Also, ne, Handschuhe werden halt auch angebracht. So, jetzt haben wir ja halt, Mensch, na jetzt ist sowieso schon alles voll, das ist jetzt auch wurscht. Alle Farben durch, außer Rot noch nicht. Das ist jetzt die letzte Farbe. Das nehme ich noch Rot. Aber wie gesagt, also so generell würde ich das halt einfach irgendwie zwei, drei Farben miteinander abstimmen. Man kann hier rein theoretisch auch die Hälfte von der Strähne mit einer Farbe machen und die andere Hälfte mit einer anderen Farbe, so wie auf dem Bild, was ich euch gleich nochmal zeigen werde. Denn dann finde ich das eigentlich auch nicht so schlecht. Ich sehe gar nichts. Ah,
Wahnsinn. Ich habe hier nämlich einen Spiegel, nicht, dass ihr denkt, irgendwie, ich gucke in die Luft oder so. Nein, tue ich nicht. So, also, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Die Hände auch. Ach ja. Meine Empfehlung ist jetzt einfach, nicht durchkämmen. Denn dann kann es sein, dass das, was jetzt so intensiv ist, leider ein bisschen rausgekämmt wird. Also wenn ihr es nicht so intensiv haben möchtet, könnt ihr das jetzt gerne durchkämmen und dann, ich weiß nicht, sieht man das alles? Ich hoffe, müsste man eigentlich. Ich sehe es jedenfalls. Dann müsste es nicht so intensiv sein. Also dann durchs Auskämmen wird es halt die Farbe schwächer. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Und warte, bis es trocknet und dann zeige ich euch nochmal das Ergebnis. Wie gesagt, falls ihr das sehen könnt, ich denke mal schon, das sieht auf dem Cover von dieser Verpackung so aus und das Mädel hat es halt eine Strähne mal mit unterschiedlichen Farben, finde ich eigentlich auch ganz cool. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, kann man ja dann immer noch machen. Vom Prinzip ging es mir jetzt erstmal darum, euch zu zeigen, was Haarkreide ist, was man damit machen kann, dass man halt einfach mal bunte Haare haben kann, ohne dass man das halt dauerhaft hat. Also man kann sich das auch auswaschen, wenn es einem nicht gefällt. Und das sieht schlimmer aus, als es ist, weil man kann sich die Hände waschen und das Zeug ist definitiv danach weg. Also nichts, dass man jetzt irgendwie rot, grün, blau an den Fingern hätte. Nein. Na gut. Also ich warte jetzt erstmal, bis das Ganze hier trocknet. Sieht zwar ein bisschen komisch aus gerade, glaube ich. Aber ja, dann zeige ich euch mal das Ergebnis und dann könnt ihr gucken, wie das aussieht. Bis dahin. So, ich habe das jetzt mit dem Kamm durchgekämmt und ja, ich finde, von der Farbintensivität ist das eigentlich total in Ordnung. Ne? Also man sieht alles, glaube ich. Jedenfalls sehe ich das gerade so in meinem Spiegel. Und ja, also man könnte rein theoretisch, was eine Idee von mir war, was ich jetzt aber jetzt gerade nicht umsetzen werde, vielleicht noch einfach ein paar Locken reinmachen. Und ja, aber für mich hat halt, also auch trotz des Durchkämmens ist es trotzdem noch sichtbar. Es ist nicht alles draußen und ist auch nicht an meinen Händen oder so. Das finde ich auch super. Von daher finde ich diese Haarkreide gut. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma. Da steht nur Hair Hulk in Instant Color Appate Flare. Change your hair color in minutes, temporary hair color to use on wet or dry hair. Steht aber nicht drauf, von welcher Firma. Also ich weiß nicht, ob vielleicht Hair Hulk oder Schalk oder wie auch immer hier oben vielleicht die Firma ist. Ich blende euch das einfach nochmal als Foto ein. Aber man sieht was, trotz dunklen Haaren, bei blonden Haaren ist ja klar, egal was du reinmachst, du siehst den Unterschied. Ja, da kannst du jede Art von Farbe reinmachen und man kann sich das ja variieren, wie man das halt haben möchte. Keine Ahnung, nur rot und grün, nur gelb und blau. Also, und vor allem, wenn man vielleicht eine Strähne mit zwei Farben macht, dann ist das bestimmt auch ein cooler Übergang. Aber ich finde, das sieht echt, ja, ist mal was anderes. Wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, abends irgendwie mal was vorhat oder so, kann man ja auch mal ein bisschen auffallen, finde ich. Also, ne, muss ja nicht immer so rumlaufen, wie die anderen rumlaufen. Und mir gefällt's. Und wir sehen uns das nächste Mal. Natürlich wieder mit irgendwelchen Testvideos. Oder halt Nähvideos. Nähen tue ich halt auch noch, aber momentan kommt das irgendwie alles ein bisschen zu kurz. Von daher habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal dieses Haarkreiden-Video, weil ich das echt cool finde, aber meine Schwester hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich haben wir es nicht zu intensiv eingepinselt mit der Kreide, keine Ahnung. Ich finde, es sieht cool aus, ich mag das und momentan ist es ja auch irgendwie total im Trend, dass man halt ein bisschen ein paar bunte Haare hat, ne? Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann weiß ich das, es ist ein Feedback für mich, also ich würde mich freuen und bis dahin. Tschüss.